Einen wunderschönen guten Tag, liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Lange, lange habe ich auf das Spiel gewartet. Endlich habe ich es heute bekommen. Ghost of Tsushima. Ich bin gespannt, wie es ist. Wir werden zum Samurai im alten Japan, müssen Tsushima verteidigen vor den Mongolen. Und ich möchte nicht allzu lange um den heißen Brei herumreden. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich habe kurz die Startsequenz wegen Audio und so angeguckt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Projekt. Wenn es euch gefällt, hier zu sein, wenn ich euch gefalle, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein kostenloses Abonnement hier lassen würdet. Und vielleicht auch die Glocke aktivieren. Es gibt bei mir sehr, sehr viele verschiedene Sachen auf dem Kanal. Aktuell täglich ein Let's Play zu Nioh 2 und auch sehr, sehr viel FIFA-Content. Und ab jetzt auch jeden Tag, ich probiere es zumindest, Ghost of Tsushima. In diesem Sinne, fangen wir mit dem Spiel an. Let's go. Ah gut, jetzt müssen wir das noch machen. Okay, gut, dann passen wir noch die Helligkeit an, das ist gut. Was kommt jetzt noch? Audioausgabe, Heimkino, Schwierigkeitsstufe Mittel. Dialog gerne mit Untertiteln, vielleicht falls man noch mitlesen will, bei mir ist es zumindest so. Und jetzt geht es los. Tsushima, Japan. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Genida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Feuer frei!
Ja, keine Gnade, da waren so noch 79. Wir müssen jetzt das Land verteidigen. Und dürfen direkt mal ein bisschen reiten zum Anfang. Viereck zum Angreifen. Na, dann kommt her. Da kann man direkt mal ein paar Mongolen aufschlitzen zum Anfang. Los, gib ihn. Oh. Ja, das war's schon. Spiel ist zu Ende, wir sind tot. Ich brauche euch bei mir. Na gut. Verluste. Wir müssen weitermachen, Fürst Sakai. Auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Ja, und jetzt? Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir sind die Gegner. Wir müssen den Anführer erledigen. Ja, machen wir das doch. Männer, mir nach! Wie kann ich... rennen? Mehr Mongolenhunde! Meld sie nieder! Kann ich hier nicht rennen, oder was? Oh, okay. Hey. Ja, wenigstens brauchen die nur einen einzigen Stich und die sind weg vom Fenster. Aber wie man rennt, weiß ich immer noch nicht. Ah, mit R3. Okay. Na gut, dann schlitzen wir die Mongolenschweine noch mehr auf. Ah, mit Dreieck kann man stärkere Angriffe machen. Na los, dann Hey. Langsam. Ich glaube, das ist ja nicht der Hauptcharakter, also unser Charakter, den wir hier spielen. Ja, mach ihn doch endlich kaputt, geht doch. So, jetzt er noch mit dem Schild. Oh. Wenigstens können wir hier nicht sterben. Jetzt leben nur noch wir zwei, ha? Der Chef und ich. Nur wir sind übrig. Ja. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Loyalität wird hier groß geschrieben. Die 80 Samurai waren schnell weg aus Tsushima. Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es. Gemeinsam. Ja, hat nicht funktioniert, ha? Ich bin Kotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger. Das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet. Und ihr habt Kämpfe gewonnen, die
geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Gute Nacht. Was ist jetzt? Jetzt erwacht der Geist von Tsushima, oder was? Ja, drücke X. Aha. Ja, jetzt ist man immer noch gleich viel wie vorher. Auch gut. So, wir sind irgendwo wieder aufgewacht. Wie komme ich hierher? Ja, gute Frage. Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Sieht ganz so aus. Du hast viel Blut verloren, mein Lieber. Keine Waffen, nur Vorräte. Ich muss weiter. Tja. Ohne Waffe, jetzt als Samurai, glaube ich, schwierig. Mongolen. Ja, was hast du denn gedacht? Japaner? So, zwäng dich mal hier schön durch. Hat mich gerettet. Mich hier versteckt. Hat vielleicht mein Schwert. Oh, warte mal, da hat was... Nee, da hat nichts geleuchtet. Sind das die Mongolen oder sind das Verbündete? Da drin ist jemand. Die Frage ist, wer ist hier drin? Meine Rüstung. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Lege deine Rüstung an. Wo ist sie? Ah, da hinten liegt sie. Na, dann würde ich sagen, die Action kann langsam aber sicher beginnen. Aber besser als nichts. Fehlt nur noch das Schwert. Löse keinen Alarm aus. Verlass das Haus und setz deine Suche fort. Ja, aber ich brauche noch ein Schwert. Sehe sonst noch irgendwas, was wir angucken können? Ich könnte ein Schild mitnehmen, aber ein Samurai, ein richtiger, hat ja kein Schild. Dabei nehme ich es mal an. Na, dann gehen wir wieder raus. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh,
Omene! Reis! Ich habe Reis! Bitte, nehmt ihn! Komm, ich will gegen ihn kämpfen. Oder sie macht's. Wer bist du? Ich bin Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Alles klar, let's go. Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Oh. Da haben sie aber einiges eingenommen. Das war jetzt, glaub ich, nicht so elegant. Runter. Er hat mich nicht gesehen. Ich habe kurz L3 gedrückt statt R3. Bewegung. Hier lang. Oh je, diese Drecksmongolen, dass die uns nicht sehen, ne? Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Ja, du musst jetzt nicht alle retten. Du musst jetzt erstmal dich retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Der Sito? Vergiss ihn. Er ist tot. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Die Mongolen haben ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun. Kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Ja. Familie. Du musst jetzt erstmal dein Schwert wiederfinden, mein Kleiner. Weil ich will kämpfen. Ich will mongolisches Blut sehen. Oh, wir müssen... Schlechter. Komm schon, wir können ihm nicht helfen. Ja, das hat sie wohl recht. Dann bleiben wir schön unten. Vorsicht! Plünderer. In voller Rüstung. Sie reiten über die ganze Insel. Versklaven Leute. Und töten die Schwachen. Hier durch. Ja, natürlich töten sie die Schwachen. Bück dich! Glück gehabt. Los. Ich will mein Schwert. Hoppala. Also die sind ja echt nicht so intelligent, wenn bisher mich noch kein einziger gesehen hat. Das ist schon... Sie haben die Straße geräumt. Wenn wir überqueren, würden wir gesehen werden. Was riskiere ich? Warte, der Wagen. Was ist der Wagen? Jetzt. Ach so, das ist ein Ablenkungsmanöver. Also wenn die uns nicht sehen, dann weiß ich also auch nicht. Der Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Hier rauf. Ja, ich komme ja schon. Du kletterst auf Dächer, plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge, wir finden den Käufer. Und holen das Schwert zurück. Lol, ja gut, ich meine, es ist ja verständlich, wenn sie Nahrung und Medizin braucht.
Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Oh ja, sehr, sehr gerne. Und sie kommen nicht zurück. Ah, dieser Gerechtigkeitssinn von dem Samurai da. Den muss er ablegen. Ja, haben wir noch Vorräte. Alles muss mitgenommen werden. Ist nichts mehr? Sieht nicht so aus. Sie ist ready. Der Mann, dem ich dein Schwert gab. Und gleich da vorne. Ja, dann holen wir uns das schöne Ding mal zurück. Toru! Mist. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie büßen. Vielleicht ist dein... Es muss hier sein. Ja, irgendwo wird das schon sein. Hier haben wir noch Vorräte. Ich nehme erstmal die Vorräte mit. Ja, noch mehr. Essen kann man immer brauchen. Was ist hier? Ein Schwert? Ah. Ich bin Jin Sakai. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Ja, und jetzt? Mal, was ihr geübt habt. Ja, Moment. Ja, Onkel. Vier schnelle Angriffe. Okay. Kann ich den irgendwie... irgendwie anvisieren? Kommt näher! Dann haben wir auch noch die schweren Angriffe. Dreimal. Und Stichangriffe. Komm, gib ihm. Einmal. Zweimal. Sehr gut. Ja, super. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen, schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Ich schlage einfach zuerst zu. Schmutz in die Augen und breche ihm die Nase. Wie groß er wohl mit dem Mund voller Blut noch ist. Ein kleiner Sieg. Ohne Ehre erlangt. Wenn ja, scheiß auf Ehre. Gegen einen arglistigen Feind kämpft, muss er über ihn hinauswachsen und darf nie auf sein Niveau sinken, egal wie verlockend es wäre. Ja, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Na was? Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Tippen, Verteidigung brechen und ins Taumeln bringen. Drücke dann Viereck für einen schnellen Angriff. Dann schlag schnell zu. Aha. 1, 2, 3. Okay. Eins. Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein Ja, ich muss einfach zuschlagen, ne? Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Du hast auch nichts gemacht. Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. L1 zum Blocken. Na komm her. Gute Abwehr. Ich mache ja nichts. Ich drück nur die Taste. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Oh, heilen kann ich mich auch? Gut.
Das ist deine Gesundheit. Ja, super. Ist nicht so viel. Das ist deine Entschlossenheitsanzeige. Nutze deine Entschlossenheit, um dich zu heilen und andere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Du erhältst Entschlossenheit, indem du Gegner tötest, Angriffe parierst und andere fortgeschrittene Fähigkeiten einsetzt. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Schöne Parade. Ja, da muss man auch wieder das Timing. Oh, erlangen. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Ja, ich weiß, will ich ja. Wie bei Sekiro und Nioh. Wehrt nicht zu früh ab. Das Timing muss stimmen. So. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Oh. Weicht meinem Speer aus. Hey, und hey. Gegenangriff durch. Weiche mit... Gute Reflexe. Kreis kann ich ausweichen. Geht es auch so? Ausweichen, dann Konter. Sehr gut ausgeweicht. Ja, sehr gut. Viele Kombinationen, die man machen kann. Hervorragender Konter. Gib ihm. Los. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Immer noch nicht. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn? Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Oh, das klingt gut. Mögt ihr Tintenfisch. Aber dass man niemanden anvisieren kann oder so. Treffer von... Ah, wer... Ja, 5 Treffer. Sehr gut, Jin. Ja, siehst du, ich hab schon 2. Zack, 3-0. Ja, komm, schlag zu. Dann mach ich halt. Ja, gewonnen. War ja nicht schwierig. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not, Herr Samurai. Oh ja, jetzt geht's ab. Was ist mit der Diebin? Hat er die umgelegt, oder? Na dann. Komm her, besiege den Mongolen. Oh shit. Los. Schön ausweichen immer. Oh, da ist er schon tot. Gut. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Ja, nicht jetzt. Ich speichere erstmal. Geht das? Ghost of Tsushima. So. Ist gut, kann man das Spiel immer speichern. Hat's jetzt aber auch wirklich gespeichert? Hat's. Ja, dann würde ich sagen, für den ersten Part reicht's erstmal. Geht jetzt auch schon 30 Minuten. Ja, die ersten 1, 2, 3 Parts in so einem großen Spiel, die sind ja meistens ein bisschen...
ja, langwieriger, weil es ist ja Intro und alles, die Tutorials kommen. Was will man machen? Auf jeden Fall war es das für den heutigen Part. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.